Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal meine Einzelreview zu Heft 34. Soweit habe ich auch Stand, wo ich die Videos aufnehme, gelesen. Werde das aber weiterhin so machen, dass ich jetzt immer möglichst schnell Reviews aufnehme zu den einzelnen Heften, wenn ich das weiterlese. Dieses Heft hier noch und dann noch ein Heft, Heft 35, was ich aber noch nicht gelesen habe, was den ganzen Arc abschließt, sind auch die Hefte, die in dem aktuellen Paperback enthalten sind, der Zweitverwertung durch Panini, die ich immer bei den Reviews, hier einen Amazon-Link habe ich da immer drunter getan, also ist das für viele auch noch aktuell. Höhenflüge und Höllenfahrten, ja, es geht halt weiter. Ich schreibe mal lieber wieder Spoiler rein hier. Zuletzt hatte sich Harry Osborn ja, oder Kindred als Harry Osborn geoutet bei Peter, der total entsetzt ist. Ich habe ja mittlerweile gehört, dass der das doch nicht ist. Letztes Jahr noch von Kane in einem Kommentar, was die ganze Sache für mich wieder noch spannender macht. Wenn er es ist, finde ich es aber trotzdem spannend, weil ich halt nicht weiß, wie es wenn dazu gekommen ist. Die ganze Geschichte zwischen Kindred und Peter hier im, in der Hauptstory fand ich sehr interessant. Wie das psychologisch zwischen den beiden abgeht, wirklich wunderbar. Super interessant ist diesmal auch die Zweitstory oder dieses LR-Heft. Beim letzten Mal fand ich es ja, oder bei der letzten Ausgabe fand ich es ja schwächer. Hier ist es interessanter, wie ich finde. Die ersten Seiten hier drin sind von Selbu Chigma gezeichnet und müssten aus dem Spektakulär Spider-Man 200, glaube ich, sein, wo Harry Osborn hier einst stirbt. Es gibt hier halt nochmal, also sie müssen 1:1 eigentlich übernommen worden sein. Wenn das nicht so ist, schreibt mir das mal rein, aber ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen und es sieht auch so aus. Fand ich sehr interessant, dass da nochmal zwischen Mary Jane und ihm nochmal so einen Rückblick gibt. Insgesamt ist das Heft natürlich anders gezeichnet, das zweite. Wobei die Zeichnungen halt wieder so ein bisschen schwächer sind im Verhältnis zur Hauptstory, die wieder von Mark Bagley ist. Aber diesmal ist insgesamt diese Zweitstory auch wieder stärker, finde ich. Denn hier Sin Eater trifft hier auf die verbleibenden Spider-Figuren, sage ich mal. Die alle mit den Kräften der Spinne irgendwo gesegnet sind. Da geht es halt weiter. Cliffhanger am Ende. Auch sehr interessant. Also es bleibt echt spannend, muss man sagen. Schreibt ihr mir jetzt mal rein, wie ihr das fandet. Ich kann noch sagen, Cover super, ist nicht von Bagley, ist von Patrick Gleason, fand ich aber auch wieder richtig cool. Das letzte Cover, das habe ich nicht erwähnt, fand ich auch ziemlich stark und ja, schreibt ihr mir mal rein, was ihr von dem Heft gehalten habt und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann immer ihr das Video sehen werdet. Bis dann, ciao.